Also Leute, ich habe hier am Ferrari mal ein bisschen weitergearbeitet, an der Front. Und zwar habe ich hier diese Kanten mal etwas abgeschnitten. Hier hat es überall solche Kanten gehabt. Und jetzt, damit ich das besser einpassen kann. Und ich muss sagen, es passt mal gar nicht so schlecht. Also hier bei den Türen, natürlich muss das Ganze noch ein bisschen weiter hier zurück, oder? Hier haben wir extreme Luft, aber hier oben, das kommt schon zu passen. Also das kann man alles einstellen, das kommt schon. Also so schlecht passt das gar nicht. Ich habe zuerst gedacht, es ist viel schlimmer, aber so jetzt, wenn ich das Ganze mal so dran halte, dann merke ich schon, also das ist alles machbar. Wirklich hier, das kann man schon so montieren, dass es dann passt. Wichtig ist, ich muss dann noch so Auflageflächen bauen, wo ich das GFK verkleben kann, weil hier auch im Kotflügelbereich hier unten, oder? Ja, man sieht es nicht gut. Damit ich richtige, schöne Auflagefläche habe, wo ich das GFK dann verkleben kann mit der Karosserie, weil das wird ja alles verklebt. Das heißt, ich brauche überall schöne Auflageflächen, wo der Kleber dann wirklich Kontakt machen kann, weil hier, oder wir sehen hier, da habe ich nicht so große Auflageflächen. Das heißt, ich muss zuerst wahrscheinlich auch mit irgendeiner Zweikomponentenmasse so Auflageflächen modellieren, wo ich dann das GFK schön aufkleben kann. Ja, das ist wirklich dann die nächste Arbeit, dass ich dann hier so Auflageflächen überall baue, damit ich das GFK dann wirklich sauber montieren kann, weil es ist ja auch wichtig, dass das Ganze dann hält und nicht reißt, weil die Karosserie muss ich ja auch verstreben, ich muss die ganze Karosserie verstreben, damit die Karosserie nicht mehr arbeitet, sich nicht mehr bewegt, weil wenn die Karosserie sich bewegt und das GFK, das ist ja starr, das bewegt sich nicht, weil dann kann es Risse geben, wenn die Karosserie sich bewegt, aber das GFK nicht, dann kann es Risse geben im GFK und das will man natürlich nicht. Deshalb muss ich dann noch sehr stark die ganze Karosserie überall verstreben. Ich muss einen Käfig einschweißen und. Aber das ist eigentlich kein Problem. Ja, wenn du meine anderen Videos zu diesem Auto noch nicht gesehen hast, dann kannst du sie hier auswählen. Und ansonsten abonniere den Kanal, falls du neu bist. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao.